Hallo Heimwerkerfreunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu Fallout 4. Ihr könnt es euch schon fast denken, wenn ich euch schon so begrüße. Der Thompson war mal wieder fleißig. Leute, ich kann einfach die Pfoten nicht von diesem Spiel lassen, total furchtbar. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich getan hat. Ne? Wir fangen am besten mal hier an. Der Typ steht jetzt ordentlich in seiner Halterung. Was ist das Gute daran? Man kann so ganz dezent den ganzen Piss... Nee, nicht einsteigen. Ich will da nicht rennen. Nein, voll, aus. Raus. Nee, passt mal auf, ich wollte euch eigentlich zeigen. Man kann diesen ganzen Trottel hier, wenn du hier auf Herstellen, auf den Kran gehst, den ganzen Scheiß noch modifizieren. Zum Beispiel rechter Arm. Weißt du, wenn du Bock hast, hier ein bisschen was noch zu ändern, nämlich zum Beispiel eine Militärlackierung oder sowas drauf zu packen, kannst du alles machen, ne? Du kannst das Ding noch komplett ausbauen. Also hier können wir noch ordentlich Zeug verheizen. Vorausgesetzt, das ist jetzt auf der rechten Seite. Du bist in dem Skillbaum fähig genug, ne? Hier zum Beispiel bin ich zu doof, ne? Rang 3, Rüstmeister, sind wir nicht. Gut, was hat sich noch getan? Ansonsten in der Hütte hier hat sich relativ wenig getan. Ich habe die Umgebung noch ein bisschen aufgeräumt. Da liegt ein bisschen weniger Müll jetzt rum. Wir haben, wenn du nämlich auf Select gehst, bei der Xbox sind das die zwei Fenster, ich weiß nicht, was es auf der PS4 ist, bleibst eine Weile drauf, habt ihr oben so eine Anzeige. Wir sind 5 Leute, Essen, haben alle Essen, Wasser, haben alle Wasser, Energie, Schutz, Betten, Moral. Meine Moral war fast im Keller, die war nämlich bei 9, das ist ein bisschen wenig gewesen. Und demzufolge habe ich mich hingesetzt. Das Labor, da steht jetzt hier, ich weiß noch nicht wohin damit, da habe ich noch keinen richtigen Platz gefunden. Ich habe ein bisschen was gebaut. Wir gehen hier wieder mal raus aus dem Baumenü. Hier ist zum Beispiel so eine kleine Wasserzisterne, eine Wasserpumpe. Ich dachte mir so, beim Garten macht das Ding eine ganz gute Figur. Warum Garten? Hier ist alles, was Essen produzieren soll, normalerweise. Die kümmern sich drum. Du musst den Leuten, ich dachte so, die arme Irre hier, die kann sich hier drum kümmern. Du musst den Leuten den Job zuweisen. Die hat eigentlich auch eine Aufgabe. Oder verschwinden. Bleib mal flauschig. Seit wann sind wir denn so drauf hier? Okay, gut. Das ist zumindest zum Thema Essen gewesen. Ich habe hier von meiner eigenen Hütte auch so eine kleine Wasserpumpe mal hingestellt. Wir haben hier Schutz, ein bisschen Verteidigung, nämlich ein bisschen Scheinwerfer, automatische Miniguns und so ein kleiner Ausguck. Normalerweise hat jeder seinen Posten. Die hat den Posten verlassen, warum auch immer. Werden wir uns auch gleich mal bitte drum kümmern. Das ist nämlich unsere Aufgabe für heute. Ich weiß, ihr habt links was schon gesehen. Aber nein, jetzt nicht. Es zieht wieder mal Unwetter auf. Ist euch mal aufgefallen, dass egal welches Spiel wir spielen, es immer regnet? Egal was wir machen, es regnet immer. Ich zeige es euch trotzdem mal, wie es jetzt hier weitergeht. Nämlich, ich habe hier auch den Brückenkopf ein bisschen gesichert. Hier auch zwei Miniguns, eine hier. Eine ein bisschen versteckt hinter diesem Mauervorsprung. Das Ding ist gut getarnt, finde ich zumindest. Auch ein bisschen Licht. Das Licht macht nicht allzu viel her. Eher eine trübe Funzel, also Licht. Aber naja, ne? Also alles, was über die Brücke kommt, könnte theoretisch ein bisschen eins auf die Glocken bekommen, wenn sie Stress wollen. Jetzt ist die Moral ein bisschen wieder gestiegen. Das fand ich ganz gut. Wir gehen mal hier hinten durch den Garten zurück. Und der Schutz ist gestiegen. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Ihr kümmert euch hier um den Garten. Das finde ich gut. Ich gehe euch auch gar nicht auf die Klöten. Und das ist jetzt Toms neue Butze. Ich habe ein bisschen gebaut. Wie gesagt, ich habe jetzt die letzten bestimmt 1,5 Stunden da gesessen. Habe mir zuerst so ein kleines Konzept überlegt. Du kannst ja keine Paläste zaubern. Es gibt vorgefertigte Hütten, die fand ich aber... Das fand ich dann wieder zu blöd. Und hier steckt die Liebe im Detail. Geh schon mal rein. Genau. No Smoking. Also alles, was du hier siehst. Diese Schirmständer oder das da oder das da. Das ist alles von Hand platziert. Wir machen mal zu. So, willkommen in meiner neuen Hütte. Das ist hier hinten die ehemals guten Zeiten vom Bauer Tom. Dachte ich mir, müssen wir mal verewigen. Wir haben Strom. Demzufolge haben wir auch Licht. Wir haben eine Glotze hier stehen, die funktioniert. Ich habe hier bei der letzten Mission, da haben wir dieses Tesla-Forschungsding da gefunden. Liegt jetzt schön auf dem Tisch. Ich dachte mir, das macht was her. Das ist mein Frühstückstisch. Die Türen sind hier alles ein bisschen offen. Das ist alles ein bisschen schräg, damit es ein bisschen durchzieht hier. Weil ich mag Frischluft. Hier, das sind so Frühstücksbecher, dachte ich mir, und eine Kaffeekanne. Raus oder rein? Doggy, entscheide dich. Ja, dir ist immer noch schlecht. Dann haben wir hier mein Schlafzimmer.
ein gutes Bett. Der Wecker ist schon wieder runtergefallen. Also der Wecker scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Hier stand nämlich, diesmal liegt er drunter. Seht ihr? Warte mal, den stelle ich mal wieder oben drauf. Geh mal weg. Geh mal weg. Du kannst nämlich in diesen Creator-Mode nicht hüpfen. Du kannst dich aber ducken. Nee, kannst du auch nicht. So, jetzt nehmen wir erstmal das Ding. Und da steht er. Dann nehmen wir den. Stellen den hier wieder drauf. Dann nehmen wir das ganze Ding und stellen es wieder hinten. Das, was ich dir auch noch raten kann, überleg dir zuerst, wie der Boden aussehen soll. Weil ansonsten, du kannst den Boden nicht nachträglich reinsetzen. Also du kannst den Teppich da nicht einfach drauflegen. Da müssen die Objekte alle runter. Das Gute ist, wenn ich jetzt den Boden bewege, bewege ich alle Objekte, die sich darauf befinden. Das ist also jetzt mein Schlafzimmer. Das ist alles auch Metall. Das ist kein Holz mehr, kein windschiefes Holz mehr. Kleines Radio habe ich noch, kann man auch aktivieren. Es gibt verschiedene Radios. Es gibt ein Radio, das ist auf Diamond City eingestellt. Und dann gibt es ein Radio, das spielt nur klassische Musik. Das ist jetzt auf Diamond City schon mal eingestellt. Geil, oder? Mal wieder aus. Das geht auch nur, glaube ich, mit Strom. Ein Globus haben wir. Hier habe ich meine ganzen Waffen reingelegt. Hier kommt auch noch ein bisschen was rein. Wir können mal ganz kurz hier reingehen. Waffen. Wir gehen mal hier, Inventar, meine Waffen. Zum Beispiel diese Institutpistole. Die können wir einlagern, die brauchen wir nicht mehr. Und alles andere nehmen wir mal mit. Gebündelt, das ist was anderes. Doppellöckige Schrotflinte und Jagdgewehr, Institutgewehr. Ich habe natürlich auch schon wieder geguckt. Ich bin durch das ganze Gebäude, bin ich ein bisschen aufgestiegen. Ein Level. Ich habe aber nicht irgendwelchen Blödsinn geskillt, sondern ich habe, hier ist auch ein Schrank, können wir auch was reintun. Toaster ist hier. Die Vaultbox habe ich hier oben. Das sind übrigens Regale. Zu machen. Das sind übrigens Regale, die kannst du an der Wand platzieren. Diese Dreiecksflagge, die ist total verbuggt. Ihr seht auch hier diese Pfeffermühlen und so. Die fallen ganz gern mal wieder runter oder hängen dann querfeldüber. Sogar hier so Erkennungsmarken habe ich hingelegt. Alles, was das Ganze ein bisschen lebhafter macht. Wisst ihr, wie ich meine? Genauso dachte ich mir. So, ich würde mal sagen, wir legen uns mal ganz schnell aufs Ohr. Wie spät haben wir es denn? 4 Uhr nachmittags. Ist eigentlich jetzt nicht so spät, ne? Wir ziehen mal los. Passt mal auf. Nee, ich will nicht im Regen. Ich will nicht im Regen. Wir legen uns einmal ganz kurz hin. Wir schlafen nochmal einen Schlaf der Gerechten. 4 Uhr nachmittags. Machen wir 15 Stunden schlafen. Mal richtig ein Durchschnarchen hier. Auf geht's. Also ich hoffe einfach mal, dass unsere Siedlung jetzt ein bisschen sicherer ist. Ich werde, die nächsten Schritte für die Siedlung werden zumindest sein, dass wir einen Horchposten oder sowas hinbauen, dass wir mehr Leute ranbekommen. Weil wir brauchen mehr Leute. Allein wegen den Wachposten. Ich denke mal, die wechseln sich ab. Die arbeiten in Schichten, die Kollegen. Und Wachposten schaden nicht. Ne? Wir müssen auch mal gucken, wie das Ganze funktioniert, wenn hier jetzt mehr Leute kommen. Ansonsten muss ich den echt... Du fühlst dich gut ausgeruht. Ja. Genau. Okay. Dann gehen wir mal raus. Aber mit der Tür habe ich auch noch nicht ganz... Doggy. Du bist schon draußen. Habe ich wieder vergessen. So, und ich wollte heute eigentlich für die Leute hier ein paar Missionen machen, weil die haben irgendwie alle keinen Bock, ne? Aber bevor wir das machen, ich hatte es euch versprochen, bauen wir an unseren Gewehren ein bisschen weiter. Das ist das normale Institutgewehr, also schön 26 Schuss, ihr seht, 17 Schaden, da kannst du dir schön einen durchlassen, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann gibt's dieses Ding, das habe ich noch nicht ausprobiert. Dann gibt's das gebündelte, das Geile an dem Teil ist, das ist ein Sniper. Das Schlechte ist, es hat einen relativ geringen Schaden, also als Sniper mehr oder weniger ungeeignet. Mit dem wir prima... Ja, wir arbeiten gleich. Das Ding möchte ich mit euch ein bisschen aufbauen und zwar modifizieren. Wir sehen hier oben 37 Schaden. Wie kann man den Schaden steigern? Das ist das Wichtigste überhaupt, indem man den Verschluss ändert. Wir könnten bis hierher oder so... Genau. Waffenfreak, das habe ich geskillt. Wir können mal gucken, hier haben wir zum Beispiel schon mal 46 Schaden, hier haben wir 55 Schaden. Hier haben wir nochmal einen kalibrierter, der erhöht die Präzision noch ein bisschen. Das ist ja die Frage, was investiert man, ne? Benötigt, ah, das können wir gar nicht, wir können bloß das machen. Wir machen den mächtigen Verschluss drauf. 55 Damage, das ist fast eine Verdopplung des Schadens. Also bauen wir das Ganze mal drauf. Bäm. So, was ist das nächste, was wir machen? Der Lauf muss länger, weil ein schöner Lauf bedeutet eine ordentliche Reichweite. Ihr seht 215 zu 131.
Also ein verlängerter Lauf kommt drauf. Wir können ja mal gucken, ob wir hier eine... Ah, hier wird das Gewicht noch ein bisschen besser und der Wert noch ein bisschen höher. Machen wir einen verlängerten, leichten Lauf drauf. Das Ding kostet alles. Guckt euch das mal an. Haufen Alu, Haufen Schrauben. Aber für das Gewehr ist es mir das auf jeden Fall wert. Also, Lauf drauf. Gut, damit das Ding noch was hermacht, können wir vielleicht den Kolben noch anpassen. Nämlich einen vollständigen Kolben. Guckt euch das an, was am Ende draus wird. Nämlich ein vollständiges Gewehr. Holz, Kleber, paar Schrauben drin und schon geht der Fisch ab. Da ändert sich nichts von den Werten, sieht aber eine ganze Ecke besser aus. Wiegt ein bisschen was mehr. Auf jeden Fall sieht es gut aus als das. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir. Das sieht nämlich aus wie eine K98 oder sowas in der Richtung. Machen wir drauf. Das ist eine K98. Eins der besten Gewehre, die Deutschland mal gebaut hat. So, was haben wir denn noch? Magazine. Können wir auch mal reinschauen? Es gibt nämlich ein Schnelllademagazin. Können wir uns das überhaupt nur leisten? Können wir uns leisten. Wir können auch hier, guck das mal an, einen halben Kalaschnikow draus bauen. Ein mittleres Magazin. Ich würde mal sagen, wir machen ein Schnelllademagazin. Überlegende Nachladegeschwindigkeit. Überlegende Magazingeschwindigkeit. Unterlegende Nachladegeschwindigkeit. Tja, es ist halt die Frage, ne? Großes Magazin wäre vielleicht sogar besser. Wir machen das drauf, oder? Schnelllademagazin. Bling, bling, bling. Wir machen das drauf. Wir machen das drauf. Schnelllade oder großes Magazin. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Mehr Schuss? Mehr Schuss ist immer gut, oder? Wir machen mehr Schuss drauf. Großes Magazin drauf. Was können wir noch ausbauen? Wir können das Visier natürlich auch noch ändern. Übrigens, die Punkte sind nicht für alle Waffen drin. Manche Waffen haben andere Vorzüge, nenne ich es einfach mal. Es gibt ein Leuchtvisier. Es gibt ein kurzweiten Ziffernrohr, ein bisschen mehr Präzision. Refluxvisier als Kreis, Refluxvisier als Punkt. Ein richtiges Zielfernrohr. Leider steht da nicht dabei, was für eine Vergrößerung das Ganze hat. Wir sehen aber hier Präzision, Langreichweiten, Nachtsicht, Zielfernrohr. Du kannst das Ding ausbauen bis zum geht nicht mehr. Ab hier wird es dann ein bisschen spooky. Und ab hier haben wir auch schon die Ränge schon lange nicht mehr. Zielfernrohr, ich würde sagen, wir machen einen Rotpunkt oder sowas draus. Kreispunkt. Ein Kreis wäre vielleicht besser, oder? Erhöhte Präzision. 81. Ah, hier, warte mal. Guck mal an. Der Punkt wäre sogar noch besser. Oder hier, Zielfernrohr. Ich mach das mal drauf, oder? Wir machen den Punkt drauf, kommt. Nukleares Material hauen wir hier noch ein bisschen raus. Und danach ist die Waffe eigentlich richtig gut ausgerüstet. Für unsere Verhältnisse. Wir haben jetzt richtig Materialien hier verheizt. So, und jetzt frage ich hier mal jemanden, was brauchst du? Was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. So, jetzt geht ein bisschen was durch. Weil ich habe bereits Betten schon gebaut. Hey, Sturges. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Ja. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ich kümmere mich darum, weil das haben wir nämlich auch schon fertig. Sauberes Wasser, kommt sofort. Super, vielen Dank. Gut, mit Sturges reden. Hey, Sturges. Der heißt sogar wirklich so, Sturges. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Haben wir auch schon fertig. Sturges. Servus. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Mhm. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Mhm. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Danke. Weil, das haben wir auch schon fertig. Alle hier viel sicherer fühlen. Das ist ja krass. Also, ich tick im Prinzip genauso wie der Anführer der Gruppe hier. Hey, danke, dass du das erledigt hast. Jo. Wir werden alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Richtig. Der Weg war lang, aber... Ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an.
Bitte, bitte. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Das nenne ich mal ein ganz, ganz schnelles Level hier. Habe mal ruckzuck ein bisschen was gemacht. Stitches? Ich will nur ein bisschen handeln. Aha. Alles klar. Okay. Gute Arbeit mit diesen Verteidigungsanlagen. Ich hab sonst erstmal nichts. Aber ich glaube, Preston wollte mit dir reden. Dann reden wir mal mit Preston. Ich will nämlich ein bisschen Obacht geben, dass unsere... Ah, warte mal, ich kann den Wegpunkt nochmal wegmachen. Ja. Servus, Preston. Preston? Brauchst du was? Ja, ich will eigentlich mit dir reden. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Oder auch nicht. Gut, dann würde ich doch mal fast behaupten wollen, Preston will nichts von uns, dann gehen wir mal ganz geschmeidig hier auf Erkundung. Wir werden aber erstmal noch ein bisschen die Waffen, das ist in Favoriten drin, die werden wir noch in die Favoriten legen. Nämlich zu den Gewehren. Und ansonsten ist alles bereits in den Favoriten, das ist gut. Mal gucken, das ist okay. Wir gehen mal weiter durch. Datenkarte. Kann ich jetzt hier den Wegpunkt... Warte mal, ich kann ja hier, glaube ich, Sanctuary Markierung platzieren. Sanctuary. Nein. Markierung entfernen. Machen wir das mal weg. Und schaut euch das mal an. Die Zufriedenheit ist jetzt bei 28% bereits schon. Ich denke mal auch bisschen mit bedingt durch die ganzen Missionen. Gut, liebe Leutchen. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Ich dachte, mein Gott, wir haben jetzt hier ein bisschen was in der Siedlung zu tun. Aber die sind happy, die sollen nageln. Ich bin mal gespannt, ob die KI hier dafür sorgt, dass die Hütten sich auch verändern. Weil die können ja alles ausbauen. Aber wenn die sogar zu blöd sind, Betten zu bauen, dann gehe ich mal nicht davon aus, dass die richtig heldenhaft unterwegs sind. Ihr müsst die Posten übrigens auch ein bisschen wie besetzen, weil ansonsten, ne, das bringt nichts, wenn ich euch hier was hinbaue und am Ende marschiert hier einer dran vorbei. Ein bisschen gucken hier. Liegt da was? Ne. Okay, ich guck mal auf die Karte. Dann können wir mal schauen, in welche Richtung wir heute mal ein bisschen laufen. Wir können mal Richtung Tempers Bluff ein bisschen laufen. Ich mache uns einfach mal einen Wegpunkt hin. Oder machen wir Schnellreise. Bäm, Schnellreise. Übrigens hier, ne, wenn der Ladescreen kommt, du kannst den Typen hier frei drehen. Mit dem rechten Pad, mit dem linken Trigger, mit dem linken Stick kannst du ihn so drehen. Du kannst noch rauszoomen, kannst noch ranzoomen. Für einen Ladebildschirm ist das mal richtig geil. Also ich weiß nicht, was Fallout 4 an sich hat, aber das Ding zieht in seinem Bann. Sanctuary. Schließe Sanctuary ab. Habt ihr euch aber bei Zeiten einfallen lassen hier. Gut, die sind alle fleißig am Bauen. Das finde ich okay. Mal gucken, ob wir jetzt hier mit irgendwas... Werkstatt, Durchsuchung... Ne, mache ich nicht. Ich bin ja Gast. In dieser Folge verhalte ich mich auch so. Hier ist keiner. Wo seid denn ihr? Thompson will reden. Ach, ich wollte noch was umstellen. Und zwar mir ist aufgefallen... Steuerung... dass ich sehr, sehr selten springe. Demzufolge mache ich springen, wieder auf Y und aktivieren auf A, was jetzt nämlich den großen Vorteil hat, dass wenn ich mal was aufnehme, ne, also wenn ich was plündere, dass ich dann nicht down von der Kiste hoch und runter hüpfe wie so ein Blöder. Grüß dich. Scheiße, bin ich doof. Entschuldigung? Ein einfaches Leben ist das nicht. Das glaube ich. Wo ist denn euer Chef eigentlich? Den hatte ich eigentlich gesucht. Aber ansonsten erkunden wir einfach mal ein bisschen weiter. Was ist denn hier so Schönes? Ja? Aha! Okay. Zu Tode gekakerlackt. Ja, die Hütte hat es auch hinter sich hier. Auch, du kannst nicht alle Einrichtungsgegenstände bauen, wie ein Fernseher zum Beispiel. Geht nicht. Also passt da auf, wo ihr das Zeug hin verschwinden lässt, weil ich habe nämlich eine Glotze beim Abriss gefühlt in die Tasche gelegt.
Aber ungefühlt war sie danach weg. Ich habe sie nie wiedergefunden. So, wir gehen einfach mal ein bisschen auf Erkundung. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht jemandem helfen können. Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Munition mitnehmen sollen. Ich kann euch auch mal die anderen Kniften zeigen. Institutgewehr, das kennt ihr ja noch. Das ist das. Dann gibt es noch, die können wir mal gucken. Renn mal mit der mal rum. Wo sind die anderen Knifte? Diese gebündelte. Taktisches Jagdgewehr. Kann ich jetzt hier... Ah. Mein Arm. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ja, Butzen bauen kann er, kämpfen kann er immer noch nicht. Da hilft das größte Gewehr nicht. Ich glaube, dass mit Nachladegeschwindigkeit wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Fällt mir jetzt so spontan ein. Gut, wir sind nicht allzu weit gekommen. Wenn du so richtig vertieft im Hausbau steckst, ne, und dann fängst du wieder das Kämpfen an, ihr seht ja, was bei rumkommt. Der Thompson braucht einfach, ich brauche was Automatisches, wo ich einfach ratatatatatat, 1000 Kugeln weg. Ratatatatat. Deng, 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 deng. Irgendwie sowas, der Fichtenmoppet hier. Das kriegen wir alles noch zusammen. Das kannst du übrigens auch zusammenbauen, das Teil hier. Ausdauer und physische Fitness, ja, ja. Wo kommen wir jetzt raus? Hier kommen wir raus. Ist okay. Also, wir gehen nochmal auf die Karte. Warte, aber bevor ich auf die Karte gehe, wo ist denn dieses gebündeltes? Genau. So. So sieht ein kleines Snipergewehr aus. Hält sie Luft an und fertig ist. Wir können ja damit mal ein bisschen rumspacken. Nein. Wir holen den Pippi raus. Hihi, hat Pippi gesagt. Wir porten uns jetzt hier hin. Templars Bluff. Und gehen nochmal auf Erkundung. Da ist er, der Thompson. Ich werde immer noch oft gefragt, warum, woher kommt der Name Tom Thompson? Den zweiten Teil des Namens erklärt sich hier im Bild. Mein Lieblingsgewehr. Die Tommy Gun. Zuverlässig. Tödlich. Und schön. Gut. Okay, ihr macht eure Tomaten. Der Thompson macht seine Sniper-Mission. Und am Ende haben wir jede Menge Spaß. Was mache ich, wenn ich mich jetzt... Die Frage, was passiert, ne? Wie dumm ist die KI? Das will ich jetzt mal wissen, ob die jetzt hier hochgespackt kommen oder nicht. Du musst gedrückt halten. Der war drin. Okay, wir sollten umrüsten. Ab jetzt wird es nämlich lustig. Frau Skötze ist schlau genug und kommt hier hoch irgendwie. Mit Risiko, was ich gerade mache. Alles klar? Da lief was, da lief was, da lief was, da lief was. Okay. Will er mir winken? Da haut sie. Alles gut bei dir? Ich fühle mich hier noch nicht sicher. Noch nicht mal ansatzweise. Ich soll jetzt aber hier oben auch nicht in die totale Schockstarre verfallen. Mein Gott, da gibt es ein paar Vögel. Die knallen wir jetzt ab und fertig ist. Gesund in den Tag starten? Dann holt euch Zucker.
Guggenbeutel. Lancome Mac and Cheese. Das schmeckt einfach jedem und bringt die ganze Familie zusammen. Wo sind die Hunde hin? Heißhunger auf Nachtisch? Nee, jetzt nicht. Hier liegt ein Typ. Brief? Brief? Hihi, nackte Postbotin. Oh, Aufstellungsraum. Nehmen wir mit. Handschellen. Ein Teddybär. Nehme ich mit. Voltec Lunchbox. Da ist was drin. Nehme ich mit. Oh, ich habe Hirnpilz. Das ist auch Hirnpilz. Na, Mahlzeit. Ganz in Ruhe gucken. Hier ist auch noch eine Kiste. Wo sind die Arschis hin zum Henker nochmal? Okay, wir gehen nochmal auf die Zugdinger und gucken, ob da was drin ist. Also, hier ist jetzt wieder Y. Komm ich nicht hoch. Wo ist er hin? Das kann nicht sein. Ich habe den jetzt nicht mehr gesehen, ne? Oh Gott, ich bin so schlecht. Also, ich habe die Ruhe weg, dass ich mich Stunden hinsetze und eine Butze einrichte. Hier komme ich ja nie wieder raus. Ja, es geht schon. Hallihopp. Hallihopp. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier gar nichts drin ist. Hier ist aber gar nichts drin. Wir sind hier oben eigentlich mehr oder weniger sicher, aber... Aus welcher Ecke kam denn der Hund an... Gespackt. Okay, du bist nix. Haben wir noch irgendwas? Schrot haben wir nichts mehr. Institut Gewehr. Nehmen wir die mal mit. Mal gucken, was mit der ist. Fein, die kommt. Trapp, 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 trapp. Grüß dich, ich bin da. So ungefähr läuft das hier. So, dich nehmen wir natürlich wieder mit. Komplett nackig machen hier. Den Teddy nehme ich mit. Die Schale nehme ich mit, natürlich nehme ich den Rahmen auch mit. Okay, und hier hinten war noch was, genau. Da kam ein Hund. Oder ist unser Hund? Ja, wir gehen einfach mal weiter. Ich warte jetzt nicht, bis der andere Hund sich das überlegt, dass er uns jetzt doch angreifen will, sondern wir gehen einfach mal weiter. Durch die große Welt. Was denn? Ganz ruhig. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Oh, das Geporte von dem Hund, das geht mir ein bisschen wie auf den Zipfel. Was zum Touchdown, ja. Was heißt das? Erziele einen Touchdown. Hä? Mit meinem Kopf, oder was? Okay. Legendäre Gegner, liebe Leutchen. Legendäre Gegner lassen legendäres Loot fallen. Ganz ruhig. Institutgewehr. Hier kommt einer. Ich hab ihn gehört. Ich hab ihn gehört. Ich bin ja nicht doof.
wir werden sterben. Elend nicht zugrunde gehen, weil ich mich nämlich nicht mehr bewegen kann. Oh. Das Ding macht schon Damage. Der Thompson muss nur jetzt nur noch lernen, mit dem Ding umzugehen. Und dann der legendäre Gegner noch ums Eck. Oh Gott, oh Gott. Haben wir alles mitgenommen? Okay. Wir verschwinden. Ganz, ganz schnell und geschwind. Das wäre natürlich episch, wenn ich von hier oben ein Sichtfeld auf den Kunden hätte. Am besten gebündelt, genau, damit. Taktische Vorteile suchen. Sehen alles andere als gesund aus. Die sehen auch alles andere als in unserem Rahmen aus, aber speichern und Angriff. Okay, okay. Der Kollege hat größere Argumente, als wie ich jemals haben werde. Dass das Ding so wenig Damage macht, oder? Ich weiß nicht, wie doof die sind. Ja. Hab ich auch. Gut, einer ist weg. Gut, raus geht's. Der Kopf war vorher schon kaputt. Okay, die sind dumm. Gott sei Dank. Jetzt wird's eklig. Oder ist der genauso dumm? Gut. Nee, ich will deine scheiß Rüstung haben, du Vollidiot, du Blöder. Jetzt fall endlich um. Puh, tief durchatmen. Ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Obwohl, vielleicht ist es schon vorbei. Ich weiß es noch gar nicht. Was haben wir denn hier schon? Schon. Fatman. Raider-Helm, bleiverkleidet und vernieterte Lederrüstung. Okay, ganz kurz ein Stimpack hinter, da haben wir nämlich ein bisschen was. Wir sollten uns aber primär von Essen
aufleveln. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Haben wir auch genug dabei. Die Karre wird explodieren. So, kein Problem. Das Loot bleibt ja erhalten. Ja. Decken. Ducken. Verschlagen. Beweglich keine Wahrnehmung. Guckt euch das an. Das ist das epische Ding. Okay. Ich mache mal komplett nackig. Wo ist denn dein Kollege eigentlich? Okay, er strahlt irgendwas vor sich hin. Ich sage jetzt nicht, ich bin wieder so schwer, dass ich wieder nichts schleppen kann, oder? Wo oxidiert dein Kollege rum? Jetzt wohl komplett zerwuselt. Wir tragen mal wieder zu viel. Was bist dahinter? Bist du geflogen? Okay. Eine Lieferung. Waschmaschinen. Aber wir wissen ja, Doggy kann ja auch noch bitte was tragen. Gut, pass mal auf. Komm mal her. Hey. Komm mal her. Bleib hier. Hey. Bleib doch einfach stehen, damit ich mit dich reden kann. Hier drüben. Handeln. Okay, pass mal auf. Du kriegst wieder ein bisschen Klamotten. Kleidung. Und zwar Lederrüstung, rechtes Bein, linkes Bein, hoch die Minuteman-Outfit. Das kannst du sowieso mal tragen. Also, du kriegst das Minuteman-Outfit, die Polizeibrille, das kriegst du. Raid-Leder. Okay. Ah, das ist ein bisschen resistenter. Mehr Schutz. Okay. Raider-Leder. Leder. Ein Helm. Mir gefällt aber meiner eigentlich ein bisschen. Fuck it, ist der gut. Aber der wiegt halt auch einiges, ne? Okay, linker Arm, rechter Arm. Den Harnisch finde ich einfach nur hässlich. Weg, 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 weg. Kapuze mit Riemen. Rechtes Bein. Blei verkleidet. Verschlagen. Das Ding werde ich auf jeden Fall tragen. Fürs linke Bein. Nein! Jetzt hab ich's. Doggy, gib das wieder her. Wieder rüber, wieder zu uns. Also manchmal, ne? Da brauche ich ganz, ganz viel Ruhe. So, das lassen wir alles drüben. Ich möchte zumindest. Wir gehen mal ganz kurz raus. Ich möchte zumindest das eine Beinding besser haben. Inventar. Ne, zurück. Kleidung. Das Verschlagene hätte ich ganz gern. Das da. Das macht uns nämlich instant besser. Hammer. Okay. Und den Rest müssen wir dann irgendwie gucken, dass wir den vielleicht entweder kaputt bekommen. Oder was wir auch immer damit machen. Was ist denn das? Lederrüstung. Guck dir das mal an, die ist deutlich besser. Blei verkleidet. Ja. Sogar Schutz vor Radioaktivität. Also die ist um Welten besser als das, was wir anhaben. Damals das erste Mal sogar. Ah ja, sieht man, was ausgetauscht werden würde. Lederrüstung. Okay. Das Ding hat einen Schutz. Kannst du vergessen. Das kannst du echt vergessen, kannst du das ja. Gut, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Gib mir nochmal. Bleib mal hier. Doggy. Doggy. Geht nicht. Doggy. Hey. Jetzt geht's. Komm her. Warte da. Komm schon. Handel. Ja. Los, kotz die Rüstung wieder aus. Meine Fresse. Was ist denn das hier für Zeug? Das ist alles schlechter. Harnisch. Minus, minus. Das wird schon einen deutlichen Sprung haben. Sowas wie jetzt hier bei dem. Was ist denn das? Rechter Arm. Gesundheit. Das kann man ja auch reparieren, das Zeug, glaube ich. Das nehmen wir mal rüber. Linker Arm, das nehmen wir auch rüber.
Die werden aussehen wie... Man kann das aber, glaube ich, pimpen, das Zeug. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber man kann das, glaube ich, alles pimpen. Gut, also. Linker Arm. Aha, okay. Das geht also gar nicht. Gut, dann lassen wir es dabei, wie es ist. Okay, hauen wir uns noch was zu essen hinter und danach gehen wir weiter runter. Ne. Schrott. Nahrung, Nahrung. Hilfsmittel hier. Cheese. Blut. Ne, es ist zu viel. Cheese. Oh, schön. Da verstrahlen wir unser Kleid noch mehr. Wunderbar. Naja, zumindest sind wir ein bisschen wieder voll. Hier unten liegt nämlich auch noch eine rum. Nur noch gucken wir mal, was wir hier eigentlich gefunden haben. Schrotpatrone. Tja, ohne Hände keine Kekse, ne? Zum Mäuer. Jawohl, ja, guck dir das mal an. Neues Heft. Ja, also. Du hast Ausgabe von unglaublichen Mengen gefunden. Du verursachst nachts 5% mehr Schaden? Perfekt. Das könnte unser neues Lager werden in Zukunft. Stromkreis kapieren, Stromkreis kapieren. Oh. Also mit dem Ding ist nicht zu spaßen. Wo ist denn der scheiß Generator, ey? Alles gut, mein Kleiner. Alles gut, mein Kleiner. Du erholst dich gleich wieder. Na, siehst du, geht doch. Oh, dass die hier sowas noch versteckt haben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann machen wir erstmal bitte was zu essen hier. Getränk. Ah, hier, guck dir das an. Holz. Maulwurfsrattenfleisch. Mehr AP. Köterkeule. Oh, hier. 16 EP für ein bisschen Red Skorpion. Ne. Aufbereitetes Wasser haue ich dann nicht weg. Das können wir machen. Ich bin nicht bescheuert. Okay. Station verlassen. Haben wir was Schönes gekocht. Und jetzt hauen wir uns erstmal ein bisschen... Hier wäre der Stromgenerator gewesen. Was damit? Sicher ist sicher. Haben wir aber echt was Schönes zusammengebaut, ne? Haben wir echt was Schönes zusammengebaut. Gut. Jetzt gucken wir da mal, was wir hier... Hilfsmittel. Köter oder sowas. Gegrillte Raid-Kakerlacke. Rut. Die heißt gar nicht Raid, die heißt Rut. Kann man die essen, ohne dass ich mich vergifte? Das ist jetzt die Frage. Ja. Gut, dann wirst du jetzt ein Favorit. Nämlich, Right away. Dann essen wir dich so lange, bis wir dich nicht mehr haben. Perfekt. Gucken wir mal ja noch, was die Kollegen hier noch alles so haben. Das war, glaube ich, gar nicht mal allzu viel. Oh, die haben es ganz schön gebaut hier, finde ich. Sowas würde ich auch ganz gern bauen wollen. Die Mülltonnen gibt's ja. Aber egal. Komm, wir gehen weiter. Bis bald.
will auf die Uhr gucken. Die Zeit rennt, das ist so Wahnsinn. Okay. Wo ist denn euer Stromgenerator? Den müssen wir finden. Mit was kämpft mein Hund? Fuck it. Spring! Das ist das Geile jetzt, weil ich jetzt meine Tasten geändert habe. Jetzt drücke ich immer auf A, ne? Weil ich springen will. Und dann sagt man, nö, ist nicht drin. Alter, das sieht ja böse aus. Bin ich schon reif fürs Ödland? Nee, ich bin nicht reif für die Insel. So. Gut, soviel zum Thema, ne? Wir waren also hier noch gar nicht unten. Ist noch gar nichts passiert. Wir haben noch gar nichts erkundet. Mein Gott, ey. Jetzt wissen wir jetzt Bescheid, dass wir hier ein bisschen Obacht geben müssen. Die haben wir zum Beispiel vorhin nicht mitgenommen. Mit dem Gewehr bin ich noch nicht ganz zufrieden, liebe Leutchen. Diesmal sind wir schlauer. Ohne Strom nichts los, würde ich sagen. Okay. Also, das heißt, wir nehmen das Ding wieder mit. Nehmen, wir durchsuchen das. Jetzt können wir es benutzen. Gehen wir da raus, brauchen wir jetzt nicht. Ansonsten lagert jetzt hier großartig nichts rum, ne? Das haben wir ja alles. Wir könnten jetzt ganz krass sein. Das machen wir nicht. Wir könnten erstmal schnell speichern. Gekocht hatte ich einiges. Oh Gott, das können wir alles nochmal neu machen. Ne, wir könnten dieses Geschütz. Was ist denn jetzt los? Ich brauche doch keinen Strom, um zu... Ach du Kacke! Jetzt kochen. Gut, dann kochen wir doch mal wieder ein bisschen was, ne? Hat man nämlich schon lange nicht mehr. Blähfliege. Köterkeule. Nam, 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 nam. Hier müssen wir wieder ein bisschen gucken, dass wir das Richtige kochen, weil ich will kein aufbereitetes Wasser verheizen und ein Todeskrallensteak. Getränke. Nuka-Cola, geil. Dreckiger Ödländer. Ist das geil. Okay. Guck mal, sogar verschmutztes. Ich kann Wasser abkochen. Suppen. Blutblatt. Eichhörnchenbissen, Karotten, schmutziges Wasser und ein Tato. Das sind Tomaten. Kann ich nicht machen. Okay. Wodka. Hm. Gut, dann hätten wir das. Mal wieder. Und dann... sind wir ja hier reingegangen und dann haben wir gesagt, oh, das tut mir so leid, dass ich immer wieder dieselbe Scheiße tüdel hier. Inventar, Hilfsmittel, genau, Raid irgendwas, ne? Radkakerlacke, gegrillte Radkakerlacke, Favoriten, da hinein und schon können wir hier immer schön was essen. So, okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen umlaufen.
dass wir nicht wieder hier in den Hinterhalt reingeraten. Schleichen wir uns mal durch hier. Weil den Posten da unten würde ich ganz gerne auch hops nehmen. Wir haben im Prinzip keine einzige Mission heute gemacht. Doch, wir haben die Stadtmission gemacht. Okay. Ich glaube, wir wurden eh schon entdeckt. Ich hab tatsächlich mal einen getroffen. Alles gut, Kleiner? Danke, dass du so gut auf mich aufpasst. Wo ist der Kunde? Ich bin auch ein Held, ne? Ich stehe hier mitten auf der Straße im Prinzip. Speichern. Ich immer mal testen. Das ist ein drehender Einkaufswagen davon. So, mein Freund, du hast noch jede Chance, dich jetzt zu ergeben. Sonst schieße ich dir jetzt systematisch deine Bude auseinander. Fällt mir nicht, das sieht aus wie eine Falle. Was mir aufgefallen ist, Haarklammern ist auch nicht so eine Massenware, ne? Soll ich wieder hoch wieder? Sag mal. Da! Jung macht den Meister. Tada! Cool. Splittergranaten, sehr gut, nehmen wir mit. Sonst ist hier nichts drin. Alles gut? Hier ist noch ein kleines Bum-Bum-MG ums Eck. Das war echt ein drehender Einkaufswagen, ey. Speichern. Ich höre das Ding noch, Ja. Da. Nee, das war Holz. Da. Okay. Ein bisschen Munition. Aber wo zum... Wilde Blüte, das ist gut. Ernte. Aber mit den Blüten können wir nämlich im Garten dann was anbauen. Wozu?
komm gleich. Ich will bloß diesen Blecheimer hier oben noch. Vakuumröhre. Wo bist du denn hin? Da? Ist da was? Ja? Da oben, sagst du? Ah! Sehr gut! Sehr gut! Kann ich dir jetzt... Hey! Reden? Wie geht's dir, Kumpel? Tricks? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Ja? Hey, zeig mal. Geil! Ich will den Herd mit nach Hause nehmen. Du bist ja krass. Du bist ja krass. Du gefällst mir. Okay, pass mal auf. Wir gehen mal ein Stückchen weiter hier. Wir haben zumindest einen schönen Raider-Posten auseinandergenommen. Und ich würde mal sagen, wir machen dann heute. Wir gehen wieder nach Hause, oder? Oder wollen wir ein bisschen weiter erkunden? Ich weiß es halt nicht. Da oben ist ein Flughafen gekennzeichnet. Was denn? Hier war gerade wieder was zum Aufheben. Ich laufe ganz gerne an so ein Zeug vorbei, wenn es mir nicht in der Fresse springt oder mich umbringen will, dass es meistens liegt... Ah, das ist der Hund, okay. Ich habe das Gefühl, wir machen uns langsam besser. Ach, die Schärfe, guck dich mal an. Je nachdem, was du anguckst. Ne, es kommt so aus, wäre das andere immer unscharf geworden. Aha. Gut. Was ist damit? Alter. Und was es damit auf sich hat, das finden wir dann das nächste Mal raus, wenn es wieder heißt Fallout 4. Also, bis später. Ciao, ciao. Dein Tom.